Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty. Wir starten wieder direkt in Action. Es läuft ja. Ja, wie gesagt, wir starten wieder direkt in Action. Wir haben hier... Warte mal, mal gucken, ob wir irgendwas Vernünftiges haben. Eher nicht. Jawohl, können wir. Diesmal am Anfang der Folge, wenn ihr mich unterstützen wollt, Leute, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Kommentar da mit Kritik, mit Verbesserungsvorschlägen. Ihr wisst schon, das Übliche. Und jetzt wünsche ich viel Spaß. Vielleicht schwebt ihr ja auch ein bisschen in Nostalgie, in Erinnerungen. Lasst es mich wissen. Gut. Wir sind. Ist das jetzt hier die Schule? Ja, ne? Das müsste die Schule sein. Bewegung! Wir müssen Bewegung, Bewegung. So. So. Die Geschichtsstunde kürze ich ab. Roger. Hunter 2-1, hier Hunter 2-3. Danke für die Hilfe. Wir rücken ab. Over. Bitteschön. Bitteschön und gern geschehen. Warte mal, hier war doch ein MG mit Rotpunkt. Nehmen wir mit. Ich bin am Nachladen, Leute. Ich bin am Nachladen. Ich bin fertig mit Nachladen. Ernsthaft. Einer ist in das Klassenzimmer gelaufen. Hol ihn doch raus. Ich gehe da ganz bestimmt nicht rein. Ganz bestimmt. Nicht. Hunter 2-1 an Overlord. Hunter 2-1 hier Overlord. Bitte kommen. Gesichert! Gesichert! Ist gesichert und der Feind zieht sich zurück. Wir räumen hier nur noch auf. Verstanden, Hunter 2-1. Vorsichtig zum Sammelpunkt vorrücken. Da könnten bewaffnete Feinde sein. Over. Roger, ich. Overlord. Danke für den Hinweis. Ende. Leute, auf feindliche Nachzügler achten! Ja. Auf zum Sammelpunkt! Ich will ehrlich sein, es ist halt typisch Call of Duty. Es ist einfache Schießbudenballerei. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl etwas kränklich. No Corona. Aber in Verbindung mit der Story geht das eigentlich voll okay. Vor allem wie Teil 1 fortgesetzt wird, gefällt mir eigentlich recht gut. Geh doch da weg. Ich habe ein Ziel. Na komm schon, Auto. Warum dauert das denn so lange? Läuft. Er hat ein Ziel. Oh, er gehört gar nicht zu mir. Ha! Aber ich finde, jeder sollte ein Ziel im Leben haben. Wassermelone? Ja! Es geht immer noch, es ist wunderbar. Ja, was? Erst nachladen. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, da kommen wir gar nicht hin. Gut. Meine Herren, das war gute Arbeit in der Stadt. Private Allen, ab sofort erhalten Sie Ihre Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alle dem Heli. Ja. Bataillon, rück vor! Machen wir. Ey, ich wollte noch... Ach, komm schon. Naja, weiter geht's. CIA, Private First Class Joseph Allen. Das sind wir. Woo. So, Afghanistan, da waren wir gerade. Und jetzt geht es nach da. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs.
Ideal für Ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis. Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. Kasachstan. Okay. Soap und Gary. On Tour. Alles klar. Bam, 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 bam. Oh, macht er jetzt einen auf Price? Die Pause ist vorbei, Roach. Los jetzt. Was? Aber ich hab mein... Meine Stulle ist noch... Was? Oh, komm schon. Na, okay. Weiter geht's. Huch. Ich habe absolut keine Höhenangst. Nein. Kein bisschen. Oh Gott. Okay. Hier bleiben, auf mein Zeichen warten. Hm. Heißt, wenn du abstürzt, gehe ich nach Hause. Gehe ich wieder zurück und... Okay, das Eis ist stabil. Mir nach. Ey, da hätte ich keine Nerven zu. Ah, gut, erstmal ausprobieren hier, ob das hält. Ja, und wenn es nicht hält, falle ich halt runter und bin tot. Ja, gut. Halten Sie R2, um den rechten Eispickel zu schwingen. Alles klar, ich schwinge den Pickel. Alles klar. Ja. Hab vergessen, ich darf gar nicht loslassen. Wäre fatal. Das wäre fatal. Aber hey. Wir haben das Training nicht umsonst gemacht. Das monatelange Training. Das jahrelange Training. Hey, die fliegen ja auch wie die allerletzten Säue. Unglaublich. So. Da, da, da. Komm schon, einen noch. Jawohl. Viel Glück, Mann. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Was? Ja, ja. Festhalten, nicht loslassen! Na. Quatsch. Klar. Komm, weiter. So. Geschmeidig wie Butter. So. Alles klar, was haben wir noch? Ach ja, mit dem Messer. Genau da. Ach, komm schon. Das habe ich da vorher nicht hochgehalten. Du musst mir erst zeigen, wie ich da hochkomme. Roach, Herzschlagsensor übertroffen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Aha. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Natürlich. Und natürlich wissen die auch nicht, dass wir hier sind, also. Unglaublich, was haben die so dabei? Ach ja. Genau, geh du mal lieber vor. Du kennst dich hier aus. Der war hier schon. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Ich war hier schon 11 Jahre nicht mehr. Ja, sagen wir 10. Ich glaube, ich habe es nicht direkt bei Release gekauft. Ich bin so gerne Hocke schneller als ich. Hasse so... Oh. Warum machen die das? Oh, das finde ich cool, dass die Krallen auch
Abdrücke hinterlassen. Cool. Der Sturm wird stärker. Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalziel Fernrohr von diesem Kamm aus Wache. Ja, klar. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. Mhm. Wird gemacht. Ich brauche kein Glück. Du brauchst Glück. Okay, da ist einer. Der gehört mir. Ah. Okay. Das ist der. So. Ziel links. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Scheiße. Vector, die haben sie gefunden. Wie viele können die schicken? Hä? Anscheinend keinen mehr? Okay, vielleicht doch. Wenn sie nichts mitbekommen. Situation normalisiert. Sie kehren auf ihre Positionen zurück. Also, du willst mir erzählen, dass die... Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Hm. Klar. Ach, warte mal, haben wir hier irgendwo noch... ein Laptop? Ein Schlecktop? Voll erwischt. So. Ja gut, aber dafür, dass wir die jetzt ausgeschaltet haben, laufen die hier nicht mehr rum, oder? Also die auf jeden Fall nicht, aber... Alter. Roach, im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage suchen. Verstecken. Sie haben eine Wache alarmiert. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mhm. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Alles gut, das bin ich. Ich bin 20 Feinde, alles klar. Das ist die Tankanlage. Ja. Sie haben sie gefunden. Ja, natürlich. Ich hatte auch eine Markierung. Also. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Wo muss ich hin? Aha. Der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist. Breche auf. Ende. Ja, witzig. Oh Gott, ey. Gut, wir müssen uns einfach nur dahin schleichen. Das dürfte nicht so schwierig sein, oder? Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Der BMP hat Thermalsicht. Bloß weg von da. Oh, fuck. Oh, fuck, den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Okay. Roach, ich warte hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn. Ja, ich bin doch auf dem Weg, ey. Boah, diese Schleichmissionen sind überhaupt nichts für mich. Verdammt. Wirklich. Kann ich hierher? Jawohl. Geschickt abgekürzt. Guten Tag. Die Landschaft genossen, was? Mhm. Los geht's. Mhm. Alles klar.
Brille abnehmen, sonst schlägt's. Jeder Brillenträger kennt das. Ha! Die Stelle kenne ich doch noch. Ich war schneller als du. Hä? Ach so, ach, da oben. Aufgehen und das ACS-Modul suchen. Ja, wollen wir hier nochmal eben gucken, ob es hier einen Schlepptop gibt. Was haben wir da? Ah. Ja, schön Satellitendaten, Satellitenbilder. Hochgehen und das ACS-Modul suchen. Ein Raketenplan. Ja, ja, hab's gefunden. Roach, ich bin aufgeflogen. Was? Still verhalten und Feuer einstellen. Hä, ernsthaft, wie schnell geht denn dieses Tor hoch? Roach, schnell, Plan B. Komm, mach mal. So schnell wie geht. Komm jetzt, gib Gas. Ja, komm, wollen wir? Oder eher nicht? Ja, eher nicht so, ne? Ey, das gibt's doch gar nicht. Willst du nicht langsam mal... Ich will nicht vorgehen. Jetzt auf einmal. Jetzt Gold. Alter, der steht im Feuer, was soll das? Ich gebe Deckung, rüber zu mir. Schneemobile, ausschalten. Nach Osten, Roach, los. Wo ist Osten? Da ist Osten. Deckung geben, ich renne los. Das gibt es nicht. Das hat keiner gesehen. Leute, macht mal kurz die Augen zu, da ist nichts passiert. Alles gut. Ah, fuck. Über zu der MiG, ich gebe Feuerschutz. Ich gehe zu den Jeeps. Deckung geben. Ach da! Sag doch was. Gibt es nicht. Ey, das... Ach so. So. Mein Gott. Okay, diese Folge wird ein bisschen länger. Aber auch nur ein, zwei Minütchen. Verschwinden wir! Jo! Gut, dass sie das nicht ausgemacht haben. Alles klar. Und los! Kilo 6-1, primärer Treffpunkt gefährdet. Unterwegs zur Landezone mit Pfeifenanzeugen. Wir treffen uns dort. Over! Bravo 6, so. Kilo 6-1. Weitere Ziele
Okay. Oh, fuck. Na los, am Arsch. Puh. Entschuldigung. Okay, bei mir wird es gerade extrem laut. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall ist. Wenn ja, tut's mir leid. Dann versteht ihr mich eben nicht. Aber hey. So. Soweit, so gut. So. Wie ist der Status? Kilo 6-1, starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereit halten. Mhm. Ich komme. Gas geben. Weiter. Oh, fuck. Oh, Junge. Bravo 6, wir haben Sichtkontakt. An Bord, na los. Der Treibstoff wird verdammt knapp. Läuft, das war gar nicht mal schlecht.